Ja, schönen guten Morgen. Wir haben hier herrlich übernachtet. Still und einsam haben wir hier am Strand mit Meeresrauschen sind wir eingeschlafen und wieder aufgewacht. Gerade machen wir ein bisschen Frühstück. Hier liegt schon das Obst, das ich gleich noch bearbeiten werde. Claudi hat schon das Brot, was sie gestern gebacken hat, aufgeschnitten. Und das wartet darauf, nachher auch noch ein bisschen ein paar Stullen gemacht zu werden, ein paar Sandwiches. Und ja, heute ist wirklich ein fantastisches Wetter. Der Wind hat bisher jedenfalls nicht wieder aufgefrischt und wir haben heute einen fantastischen Morgen, einen Sonnenaufgang, ich bin noch nicht ganz wach, Sonnenaufgang gehabt, welchen ich fotografiert habe. Und ja, eigentlich gibt es gar nicht viel zu sagen, als dass es hier wirklich wunderschön ist. Kennt ihr eigentlich schon unseren Reiseblog? Umivo versorgt seit 2010 Campingbegeisterte mit über 600 Reise- und Testberichten. Schaut gerne mal vorbei und abonniert auch gerne unsere Newsletter. So, wir sind hier am Strand, Parkplatz von Tiswilde. Tiswilde ist so ein typischer kleinerer Touri-Ort. Sind wir ja schon durchgefahren und hier gibt es also die üblichen kleinen Strandkioske. Und ich mache mich jetzt mal gerade auf den Weg zu einer kleinen Attraktion. Was das ist, verrate ich noch nicht. Aber das Wetter heute hier ist wirklich echt traumhaft. Wir haben hier heute so 14, 15 Grad ungefähr. Nur eine leichte Brise, die war in den letzten Tagen, hatten wir ja doch deutlich windigeres Wetter. Ja, und eben gerade haben wir jetzt nochmal schnell unsere Stullen gegessen, mit Blick aufs Wasser, echt herrlich. So, hier gibt es das sogenannte Naturum, das wird wohl wahrscheinlich eine Ausstellung sein, wo es um Natur, Tiere, Pflanzen und so weiter geht. Da ist auch noch ein zweiter Parkplatzabschnitt, der ist ein bisschen zurückgelagert hier, da kann wohl auch abgeschrankt werden, also mit einer Kette versehen werden. Ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen weiter in den Dünenwald. Mal schauen. Und dann gehen wir doch mal rein hier in den Wald.
Hier gibt es so kleinere Eichenbäume. Die sind auch gar nicht so hoch gewachsen. Hoffentlich bereue ich es nicht, nur im T-Shirt jetzt hier gegangen zu sein. Ah, mal gucken. Dann gehen wir doch mal jetzt hier links rum. So, und ich glaube, ich habe es schon gefunden. Da ist es. Ja, wer kennt nicht die Legende vom Schwert im Stein? Tja, dann werde ich das mal probieren. Scheint wohl doch schwieriger zu sein. Jo, und schon sind wir wieder auf dem Parkplatz hier. Das war ja jetzt keine große Runde. Ja, das ist halt ein riesiges Areal hier. Wahnsinn. Das wird bestimmt im Hochsommer hier alles voll sein mit Fahrzeugen. Schätze ich mal. So. Und? War traumhaft hier. Jo. Auch ja, zu touristisch für mich. Ja, ein bisschen zu viel los hier. Aber kann man mal tagsüber stehen, ja. Ein, zwei Stunden so. Ich fand das mal ganz abwechslungsreich. Ich kann mir das im Winter auch vorstellen oder so, wenn es regnet, weil durch den Asphalt kann man da ungefähr stehen. Hast du jetzt ein Schild gesehen mit Campingverbot oder Nein. so? Nein, habe ich nicht. Aber so, ja, so schön warm und mit Sonne mag ich es dann doch ganz gerne, wo wir vorher standen mit dem Rasen und dem Schotter. Klar. Bei schlechtem Wetter sieht das Ganze dann sowieso immer gleich um 180 Grad gedreht aus meistens. Asphalt ist dann immer super, wenn es schlechtes Wetter ist, ne? Ja. Definitiv. So, jetzt fahren wir mal noch die Tankstelle an. Ich hatte ja vorhin auf dem Hinweg haben wir ja diese kleine Mini-Tankstelle gesehen, wo der Diesel nach meinem letzten Stand 13 Kronen 25 oder sowas der Liter gekostet hat. Das sind umgerechnet 1,78 Euro. Wenn man da jetzt noch mal 2% Kreditkartengebühr draufrechnet, dann sind das nochmal 3,5 Cent. Dann wären wir irgendwie bei 1,81 oder sowas. Meinst du, ich sollte warten? Ja. Sieht hier irgendwie komisch aus, dass die Leute in die andere Richtung parken, aber das Verkehrsschild zeigt auch in unsere Richtung. Von daher ist es ja keine Einbahnstraße. Ich hoffe nicht. Komisch, ne? Machen sich halt die Leute einfach und parken einfach so schnell ein. Ja, das waren aber nur Parkplätze für 30 Minuten. Das Ach heißt, so. Die kommen hier und gehen dann in einen Hier ist die Tankstelle. Da steht es immer noch mit 13,33, ja, 13,25. Außen rauffahren, von hier nicht. Und hier ist jetzt auch nichts mehr los. Das ist doch mal was, oder? Ja. 13,25. Meine Güte. Ne? Ich würde mal sagen, mit dem Automaten hier. Ja, ist hier ein Automaten? Ja. Okay. Hoffen wir mal, dass wir hier bezahlen können. So, welche Säule ist das? Nummer 1. Okay. 5, 1. So, also du kannst. Achso, Geldscheine gehen sogar auch. Guckst du. Hast du welche? Nein. So, wie geht das?
Willkommen. Deutsch. Willkommen. Quittung ist nicht möglich. Bitte Karte einführen. Ja. Jetzt kannst du wieder fahren. Nehmen Sie Karte. Eins. Dass es in Deutschland immer extra solche Kioske gibt oder so. Naja. Ich finde das mit den Automaten echt easy. Wir haben es aber auch schon gesehen bei Raiffeisen oder so, dass die Automaten ja, hatten. Ja, mehr auf dem Land. I remember us like yesterday and how we used to say love, it doesn't come by itself so easily. Love is left up to give to get, you see. Love, it doesn't come by itself so easily. Love is left up to give to get, you see. My love. So, ich bin fast blind. Ich genieße hier gerade total die Sonne. Wir haben gerade den Van so ein bisschen in Richtung Westen gedreht, in die Nachmittagssonne. Und draußen sind nur 14 Grad, aber hier mit offener Schiebetür. Und heute ist es sehr schwachwindig. Es ist so herrlich und nutze hier gerade mal die Sitzbank als Sofa. Claudi sitzt auf dem Beifahrersitz und es ist einfach so schön, diese Spätsommer- oder frühherbstliche Sonne zu genießen. Und jetzt höre ich ein bisschen Musik. Herrlich. Und ab und zu schaut mal eine Wespe vorbei, die dann höflich wieder hinausgebeten wird von der Chefin. Was für ein schöner Abend. Kaum Wind. Das ist ja auch eine schöne Idee, richtig mit so einem Bastkörbchen Picknick mitnehmen. Und da auf der Bank haben sie natürlich jetzt auch noch schön lange Sonne. Ja, die haben da geparkt, aber da haben sie mehr Sonne. Ne? Ja. Ach, die Lieselee. Ach was? Die Lieselee. Die Lieselee. Hätte ich ein Boot, würde ich es auch Lieselee nehmen. Ja, bei dem Seegang würde ich jetzt auch ein Boot nehmen. Jo. Wie findest du das Meer am liebsten? Ich mag es so am liebsten, weil so ist es irgendwie meditativ schon fast. Ganz ruhig und gleichmäßig. Das heute früh oder gestern war eher so geschäftig. Und dann gibt es natürlich noch bei ordentlich Wind ziemlich eine krabbelige See. Mhm. Ich mag es so aber ganz gerne. Ja? Gepaart mit der Abendsonne. Da könnte man natürlich auch einen Stein oder Meer fahren. Hat das überhaupt Wellen? Eine schöne Stimmung.
Die zwei lachenden Schatten. Schon lange keine drei Fragezeichen. Oh, können wir doch heute mal hören. Das ist bestimmt wieder schön. Ja, am Ende wieder. Oh. Ich sag's jetzt nochmal. Diese Steine deuten auf eine alte mystische Stätte hin. Da müssen schon damals die mit ihren Fuhrwerken hier solche Steine abgeladen haben. Du meinst, sie sind hier rumgefuhrwerkt? Das ist das Hieselehenge. Die Stonehenge, der Hieselehenge. Schönen guten Morgen hier von unserem herrlichen Strand aus Seeland. Wir haben eine schöne ruhige Nacht verbracht. Der Abend war da noch mal ein bisschen komisch. Denn hier ist doch mal so kurz, als wir eigentlich ins Bett gegangen sind, so gegen 10, so ein Verrückter mit einem Pickup-Truck hier über diesen riesigen Parkplatz geheizt, wie ein Verrückter, mehrfach hin und her. Wir haben uns gefragt, was das Ganze soll, aber scheinbar hat das keinen großen Sinn gehabt, sondern einfach nur pure Lust, hier irgendwie rumzuheizen. Das war jedenfalls ein bisschen beängstigend, weil es ja hier nun wirklich absolut im Dunkeln stehst und dass man da nicht auch noch angefahren wird, vielleicht von so einem Betrunkenen oder so. Naja, egal. Jedenfalls dann nach diesem kurzen Event ist dann auch Ruhe eingekehrt. Und wir haben hier übernachtet, gar nicht mal alleine, sondern auch noch zwei, drei andere PKWs haben hier sich dazugesellt. Gestern gab es schon einen, den kannten wir, haben wir schon erkannt, der hat hier auch geschlafen. Dadurch, dass natürlich hier eine Hütte ist mit Toilette und sogar Wasser gibt es hier und natürlich auch Müllcontainern, ist das sogar selbst für Personen, die kein Campingklo, so wie wir dabei haben, möglich. Nun gut, jetzt ist wieder Frühstück gleich angesagt. Ich werde mich hier draußen noch ein bisschen Outdoor-Rasur gönnen. Das ist auch mal ganz schön, wenn das Wetter es hergibt. Und unsere Gemmi hat auch schon ihr Frühstück eingenommen, diesmal fast aufgegessen. Der vorige Spaziergang tut wohl ganz gut, um den Appetit anzureizen. Anzureizen. Anzuregen. Anzuregen. Ja, das war's. Fast. Da ist noch einer. Guck mal hier. Na gut. Erstmal dran schnuppern. Ja, Gemma gefällt es hier auch richtig gut. An jedem dieser vielen, vielen Steine gibt es zu schnüffeln. Das ist doch mal was. Und ja, wir müssen aber leider heute wieder gen Heimat fahren. Erste Etappe. Wir werden aber sicherlich heute hier nochmal einen kleinen Spaziergang am Strand machen, heute früh. Das möchte ich gerne nochmal, ja. Also Richtung Strand, also den Sandstrand hier. Hier ist ja doch ziemlich viel Stein am Strand, aber weiter Richtung Westen, da gibt es noch viele hundert Meter, die sind richtig schön mit Sandstrand, da waren wir ja schon mal vorgestern und da gehen wir nochmal hin. So, jetzt gibt es erstmal gleich Frühstück. Ja, und was wir auch ganz schön finden, ist hier der Bus, dieser grüne, der jeden Morgen um gegen 10 Uhr hier eintrifft, mit einer Kinderschar herauslässt und die spielen hier alle richtig lustig. Das ist der sogenannte Bus-Kindergarten. Da sind so 25 Kinder im Alter so von 3 bis 6 Jahren und die fahren also jeden Tag an verschiedene Punkte hier so, entweder hierhin oder an Strand oder an verschiedene Parks und Naturspielplätzen und ja, werden dann um 14.30 Uhr wieder zum Startpunkt zurückgebracht und dort wieder von den Eltern abgeholt. Echt lustig. So was Ähnliches haben wir auch an einem anderen Strand schon gesehen. Da fällt mir jetzt nur nicht mehr der Name dazu ein. Aber finde ich echt lustig, was man hier für Ideen hat in der Natur. Echt nachzuempfehlen. Ich
Ja, das ist erstmal unser letztes Mal am Strand für dieses Jahr eventuell hier. Ich komm bestimmt irgendwann wieder. Ja, wäre schon ganz cool. Auf unseren Lieblingsplätzen in Jütland waren wir ja auch mehrfach. Ja. Also da sehe ich jetzt kein Problem. Tolles Wetter, ne? Mhm, herrlich. Wollen wir jetzt hier schon runter oder müssen wir noch weitergehen? Weiter. Guck mal, wie schön blau das Meer ist. Ist wieder so schön rund. Oh. Ist ja hier voll der Sommerurlaub. Wahnsinn. Aber ab Mittag soll so langsam ein bisschen Bewölkung einsetzen. Naja, wir sind wegfahren. Ja dann auch weg. Genau. Also was soll es hier noch schön sein, wenn wir weg sind? Wir nehmen die Sonne einfach mit. Wie man so schön sagt, ne? Ist auch wirklich so, ne? Mit den Temperaturen, wenn es nicht so windig ist, sind ja so 15 Grad ungefähr. Es ist so genial, dieses Wetter. Du kannst so eine leichte Windjacke, ich habe ja jetzt nur ein T-Shirt an drunter. Ja, du hast ja dich dicker, ja, du hast eine dünnere Jacke. Du hast eine dickere Jacke und ich habe dafür mein Oberteil über dem T-Shirt, aber diese ganz dünne Jacke drüber. Ja,